willkommen und hello, wir sind bereit für Sie. Ja, zum Glück war in der Show der Parodie. Es steht an dem Gepäck die Bühne vollkommen. Registriert das Blut, wenn das Theater erbaut. Die Lichter gehen an. Wow, 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 wow. Der Raum ist an dem Platz. Musik mit uns zum Tanz und jeder Panzer wird übersehen, denn die Show muss weitergehen. Ich muss sie allerdings vorher noch warnen, nicht? So was wie Mary stand ja schon mal in der Bibel, nicht? Eine lange Dürre wird kommen. Alle Männer, die impotent sind, bitte melden. Ah, einen Arm kriegen sie auch schon nicht mehr hoch. Wir wollen ja heute Abend auch ein bisschen Spaß machen, ein bisschen Jux machen. Keine Probleme, obwohl ich sehe, der ein oder andere hat sein Problem sogar mit hierher gebracht. Nein, ich habe meinen Mann nicht mit hierher gebracht. Ich sag mir, der hat die Möbel mit in die Ehe gebracht. Dann soll er auch drauf aufpassen. Aber für diejenigen, die jetzt das nicht wissen, was Travestie ist, bitte nicht rot werden. Es ist eh hell genug hier. Nein, bitte nicht rot werden. Das wusste mein Sohn auch nicht. Und also, ich traue mir auch wieder gar nichts zu. Und jetzt kam der Bengel letztens zum Frühstücktisch und sagte zu meinem Mann: Du Papi, was ist eigentlich ein Travestie? Überließ mir mal Travestie-Show und ich weiß gar nicht, was das ist. Nun sag du mir doch mal, was ein Travestie ist. Sag mein Mann: Ja, Travestie. Weiß ich auch nicht. Frag mal deine Mutter, der weiß das. Akropolis, adieu. Kennengelernt, eigentlich auf dem Nachhauseweg, haben die Hunde noch Gassi geführt und so, und da haben wir uns eben privat auch ein bisschen kennengelernt und wir haben uns schätzen gelernt. Ich habe immer das bewundert, was er auf der Bühne früher solo gemacht hat, und er und bei ihm war das scheinbar bei mir genauso. Und da haben wir gesagt, wenn sich da mal was die Gelegenheit bietet, dann machen wir mal was zusammen. Wir haben gar nicht so viele Nummern da gemacht auf der Bühne, aber trotzdem haben die Leute immer das Gefühl gehabt, es ist eine Gemeinschaftsshow, weil wir uns eben wie Zahnräder ineinander verkeilt hatten und dadurch auch dieser Begriff kam, Mary und Gordy. Ne? Christel! Oh, Alexis! Was machst du hier in meinem Hause? Brennt das Altersheim? Oh, was, ich hab mich schon dreimal, hab ich mich schon schön als operieren lassen. Und dann sagt sowas. Oh. Aber Gordy muss blind sein. Von, ehrlich, von als wir uns umgezogen haben, da hat sie behauptet, ich hätte Falten in den Strümpfen. Ich hatte ja noch gar keine Strümpfe. Reden Sie auch so gern? Es gibt ja sogar Männer, die behaupten, warum überhaupt heiraten, wenn man Papagei schon für 500 Mark bekommt. Ja, trifft uns Frauen viel härter, nicht? So ein Esel kostet 10.000. Eines Morgens ruft uns an und ja, hier ist der Süddeutsche Rundfunk, Adelmann, ob wir mal eine Stunde Zeit hätten. Ja, und dann sind wir also da ins Hotel und dann haben die uns gefragt, ob wir Lust hätten, eine eigene Show zu machen. Und haben wir gesagt, na ja, wir haben nichts Besseres vor Ort, nicht? Und so kamen wir eigentlich dazu. Ja.
begonnen. Strickte Babette seit Jahren, aber es fehlte an Waren. Dann hat sie Shane investiert, hat rotes Licht installiert. Und das Piano spielt die alten Lieder wieder. Das ist doch Boriso Tango, Monsieur. Spaß muss sein bei diesem Tango, Monsieur. Und der eine runde Shampoo spendiert, amüsiert sich garantiert. Innerhalb eines Abends saßen Menschen vom Fernseher, haben eine Stunde lang eine Travestie-Show angeschaut und haben über Travestie plötzlich ganz anders gedacht. Nach dieser Sendung, die dann so ein durchschlagender Erfolg wurde, die erste Marion Gordy-Sendung, wir waren, auch wo wir hinkamen, wir waren, auch wenn wir in Berlin waren, da habe ich immer gesagt, das war wie Currywurst und Siegessäule. Das war Marion Gordy, das war ein Begriff wie Coca-Cola. Die Maria Abendbrot. Sie schulden dem Finanzamt Füssen 6.462 Mark. Ich habe hier einen Pfändungsbeschluss. Was kommst du dazu zu sagen? Das sagt jeder, gell? Dann müssen Sie gerade suchen, wo das übernimmt, gell? And what you serve. There's no one with nothing to give but love. Jetzt wird's hysterisch. I love you. Das ist ja Beamtenbestechung. Ja, was glaubst du, wenn ich mit den beiden Kollegen in Füssen gehe? Ja, okay. You barber diamonds. Diamonds. Oh. Right. Ja, ja, gib's es her. Barber diamonds. But believe me, hear when I say, then you can give her the world, but it never the way. Jetzt dreht sie durch. I love you. Das ist sie, ich bin bei verheiratet, gell? Was denn meine Frau dazu sagen, wenn ich plötzlich jetzt mit ihnen nach Füßen komme? You can take her any place you want. Was wollen die? To French clubs and restaurants. Oder gehen wir in die Bude. And I can only wash with this. With this? My nose. Right off against the window pane. Die Amerikaner wollten uns dann nach Las Vegas holen. Die Texte, alles war schon übersetzt. Wir hatten schon unseren Englischtrainer und alles. Und dann hatte er Angst, wir würden da eventuell hängen bleiben, so wie Siegfried und Roy. Und das konnte er nicht. Brandon Young, or somebody else, but darling, this song. So, das lurt, das geht's langsam. Das ist, lass uns mich in Ruhe sehen, ich geb's das Ding her. Von wegen den Startscheißen und so, gell, das haben wir überhaupt nicht gehabt. Jo. Das trifft mich hart. Es war eine Kunstform. Es ging nicht um schlüpfrige Witze, gut, die durften zwischendurch auch gerne mal sein, aber es ging vor allem um die Kunstform an sich, um die Lust an der Verkleidung und die Lust an der Verstellung. Und das Schöne war natürlich eben halt, dass Georg mit dieser Mary einfach eine Kunstfigur entwickelt hat, die ja alles sagen durfte. Wie alle Kunstfiguren. Ich meine, weswegen ist Horst Schlemmer heute so erfolgreich? Oder ja, also das sind eben halt einfach Leute, die eine künstliche Existenz geschaffen haben. Und dieser künstlichen Existenz nehmen wir nichts übel. Es ist wahnsinnig warm. Hat irgendjemand so ein Tempo dabei? Guck doch mal gerade in euren Täschchen nach. Bevor ich hier nicht schon gleich zu Anfang zerfließe. Da, oh, das finde ich ganz grausam, wenn man so schwitzt. Ich sag mir mal lieber Schweißperlen als gar keinen Schmuck. Ne?
Sind die Ringe auch von ihm? Ja, nicht die an der Hand und den Augen, meine ich jetzt. Ah, oh, hören Sie auf. Das ist doch Ihrer, ne? Ah ja, erkenne ich das sofort. Sie schauen, Sie können es gar nicht fassen. Ne? Haben Sie noch nie so einen hübschen Mann gesehen? Na, ehrlich, ne? Das kommt davon, wenn man so selten außer Haus geht, ne? Na, muss man sich halt mit dem zufrieden geben, was da so rumliegt, ne? Das ist ja immer diese Arroganz der Männer, die denken, die bringen das Geld nach Hause, dann können sie oben aussehen, wie sie wollen. Wir Frauen müssen uns mit dem Anblick quälen. Na ja, können Sie sich ruhig anschauen, junger Mann. So könnten Sie aussehen, wenn Sie sich auch ein bisschen schminken würden. Na, ja, na. Es gab damals in der Hör zu diesen tollen Artikel, wo, also diese Leserbriefe, wo dann einer geschrieben hatte, ja, also ich habe da gestern Mary und Gordy gesehen, zwei hervorragende Künstler, ich hoffe, sie bald wiederzusehen, mit Grüße, Beatrice aus Koblenz. So, nee, Maria hieß sie, Maria aus Bad Kreuznach, so was. Und dann kam aber nochmal wieder ein zweiter Leserbrief. Habe soeben erfahren, dass Mary und Gordy homosexuell sind. Ich ziehe hiermit mein Lob von gestern zurück. Maria aus Bad Kreuznach. Wir waren ein Künstlerpaar, wir haben uns gut ergänzt und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn wir damals gesagt hätten, wir heiraten, dann hätten die Leute, ganz Deutschland hätte Blumen gestreut. If I had a mirror, just know what I'd do. I'm a concept, if you could be true. Even like a dead leg, I'm fine today. And I'm singing all this, for me it's okay. If I had $1 million, that's what I'd do. If I had $1 million, if I had the money, that's what I'd do. Konnte gar keine Mary und Gordy Liebesbeziehung geben, weil die war vorher schon vergeben. Bin da in die Kneipe rein und da ist der Georg aufgetreten als Mary Morgan. Da habe ich gedacht, oh, tolle Frau da und so. Wusste natürlich schon, dass es ein Mann ist und ja, sind wir am nächsten Tag weggegangen und seitdem sind wir zusammen. Mary, voll Glanz und Glimmer. Warum reist man vom Westen immer wieder an? Warum ziehst du die Menschen schnell in deinen Bann? Die Atmosphäre und dein frischer Schwung hält dich und deine Menschen immer jung. Das ist Berlin, das ist Berlin, Berlin. Millionen von Zielen. Berlin mit rosa Brille. Ich habe die beiden gefragt, wohin, sagen die Berlin. Und da, wo ich ihnen einen fertigen Vertrag vor die Nase gehalten habe, haben sie nasse Hosen gekriegt und sagten, nein, Berlin, nein, gibt es überall Travestie-Show und die Presse zerreißt uns und wollte nicht hin. Sagen, nein, also, das gibt es ja nicht. So habe ich alles da in Bewegung gesetzt oder mit Hallervorden geredet und jetzt wollte ich nicht hin. Und schlussendlich sind sie dann doch hin. Aber es war praktisch wie ein Lottotreffer, Berlin. Ja, das ist Berlin, die Stadt mit Esprit. Das Herz am rechten Fleck hast du, Berlin, Berlin, von jedem.
dieser Stadt. Berlin, wichtig war, dass die Kostüme nicht so von außen auf ihn aufgesetzt sind, wie so ein Strohhut, sondern dass die nah bei ihm selber waren, dass die Kostüme in irgendeiner auch ganz mittelbaren Korrespondenz und Verbindung zu seinem Inneren stehen, zu dem, was er erlebt, was er ist, was er denkt und wie auch immer. Ich bin ein Stern, ich bin ein Star. Ich mache eure Träume wahr. Wer an mich glaubt, den mach ich froh mit meiner Show. Für ein paar schöne Stunden. Ich bin ein Stern, sonst bin ich nicht. Am Firmament des Rampenlichts. Bin aus Pailletten nur gemacht. Ich brauch die Nacht. Am Tag bin ich verschwunden. Er hat ja Proportionen in der Länge der Beine und wie die Arme zum Oberkörper stehen. Die entsprechen eigentlich einer, wir sagen ja im Fachkreis, einer Figurine, also einer Modezeichnung. Ja? Das bringt er mit und die Veranlagung, also sagen wir mal den Wunsch oder die Idealisierung der einer schönen Frau, dieses etwas Überzeichnete, das hat er mitgebracht. Geburtstag einen Vorderzahn, denn meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann's ja nicht gewesen sein. Wir sind Sonntagabend noch beim Tanz gewesen und er tanzte mit der Mitzi. Schittemack! Und ich sagte noch, du tanzt mit diesem Besen. Als mein Vorderzahn auch schon am Boden lag. Mein Bruder sah sich tags drauf die Bescherung an und sprach das böste Witze, dieses Stück. Es heißt Aug um Aug, um Vorderzahn, um Vorderzahn. Doch damit krieg ich meinen nicht zurück. Wenn ich groß bin, liebe Mutter, zeig ich dir die ganze Welt. Und dann bauen wir uns ein Häuschen, wo's am besten uns gefällt. Ein, zwei Hunde, einen Garten und ein Auto hast du dann. Denn für dich, da werd ich sicher mal ein ganz berühmter Mann. Er war ein sehr großer Familienmensch, hing sehr an seine Geschwister, an seine Mutter. Und das zeichnet ihn ja auch aus, diesen Familiensinn. Und das spürt man auch, wenn er auf der Bühne ist. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to that moment, when we said the first. Hello. Hallo, Fräulein! Fräulein, ein Momentle bitte! Ein kleines Momentle! Grüß Gott! Ich bin vom Kegelclub von Böblingen. Ich möchte gerne von mich und von meinen Freundinnen gleich Foto machen. Hätten Sie geschwind ein Momentle Zeit? Und das finde ich aber arg nett. Könntest du vielleicht ein bisschen in Positur stellen? Positieren Sie ein bisschen? Könntet ihr ein bisschen zurückgehen? Tretet ihr ruhig ein bisschen zurück? So? Ja, so ist schon. Ja. Die Kombination zwischen Rainer und Schorsch war natürlich nicht zu toppen. Weil die
unterschiedlichen Charaktere, Mary in dieser unglaublichen, verführerischen Schönheit und der Rainer eher so ein bisschen was Bodenständiges, Erdhaftes und dabei aber sehr Komisches, das war eine Polarisierung, die hat sich gegenseitig also sehr gut getan. Das war einfach toll. Fräulein, singen Sie doch ein bisschen was vor. Sie ist ja nicht zum Vergnügen da, gell? Also wissen Sie, Fräulein, ich möchte nicht den Albert Kuhn fotografieren, sondern Sie können Sie den Mund ein bisschen spitzer machen. Ja, so. Und jetzt ist es aber richtig, gell? Jawohl. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt einen Preis kriegen. Ja, und dann, als die Bronze und die Silberne weg war, da habe ich gedacht, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist aus. Gekriegt ja doch keine. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass es noch eine goldene gibt. Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben, dass du dann grad stehen kannst. So leb dein Leben. Und dann kam ihm dieser Anruf, dass er im Sterben liegt. Und als ich kam, war er schon nicht mehr ansprechbar. Dann habe ich ihn eigentlich nur gehalten und habe mit ihm geredet, gesprochen und so weiter und so fort. Bis dann so langsam eigentlich irgendwo er spürte, dass ich da war vielleicht. Und er konnte dann nicht sprechen und wir haben dann miteinander geredet, eigentlich ohne etwas zu sagen. Ich weiß, es gab so manches Mal. Nach einem Hoch, manch tiefes Tal. Ich hab so oft umsonst gehofft. Ich hab's gefühlt und doch verspielt. Hab viel gefragt und doch versagt. So war mein Leben. Ich war ja niemand mehr. Es gab Mary und Gordy. Dieser Begriff, das lief ja wie es, nicht? Wie Vanilleeis mit Sahne. Nicht? Das war, das schmeckte einfach. Aber jetzt war Mary. Ja, wie Mary? Mary Rose, Mary Poppins, Mary was? Im letzten Schuppen trat ich im Fummel schon auf. Und heute hier tanzt nackt vor Reichen und zahlte schlussendlich noch drauf. Ich bin hier frech mit den Besten, dann völlig verklemmt. Selbst im Palaiser war ich nicht fremd. Mach nicht mehr deshalb jemand ins Hemd. Was meint ihr? Na, ich sagte, hey Queen, my dear, ich bin hier. Tolle Kritiken, Mensch, war ich glücklich und froh und am Ring. Schoss man mich ab mit Kritiken, die lese ich 10-mal im Klo. Also nicht, dass jetzt denken, ich ziehe hier nur den Mantel aus. Wenn ich das mache, wird ein Denkmal enthüllt. Ich
Lachensnicht-Denkmäler werden von Tauben beschissen. Er musste jetzt ein Soloprogramm machen. Aber die Form war ja gar nicht so anders. Er machte letztendlich dasselbe, was Mary und Gordy gemeinsam auch gemacht haben. Die unterschiedlichen Figuren, die unterschiedlichen Geschichten, sehr viel Komik. Denn ich meine, auch bei Mary und Gordy war Georg ja immer für die Konferenzen zuständig. Ich bin ja der beste Beweis dafür, dass man aus einer alten, verkrüppelten Tanne noch etwas machen kann, wenn man sie liebevoll behängt. Nur, dass die Kugeln, die an mir rumhängen, nicht aus Glas sind, sondern aus Schaumgummi. Wissen Sie übrigens, wer Christbaumkugeln am meisten liebt? Unsere Politiker, denn sie sind wie Wahlversprechungen. Sehen auf den ersten Blick glänzend aus, aber innen sind sie hohl. Ne? Und die interessantesten Politiker in Deutschland kann man wirklich an einer Hand abzählen, vorausgesetzt, man hat 5 Finger verloren. Ne? Ja. Ne? Na, ich sage, große Lichter sind das nicht. Einen Christbaum kriegen Sie damit nicht zum Leuchten. Bei den Christbaumkerzen hat man ja als Frau die gleiche Wahl wie beim Sex, ne? Echt oder elektrisch? Also elektrisch ist immer sicherer. Und ja, Wachskerzen erinnern mich zu sehr an Männer. Ja, man freut sich, weil sie so schön stramm sind, aber kaum geht es ein bisschen heiß zu und her, schon werden sie weich. Jedes Mal, wenn man in die DDR kam, musste man eingeladen werden. Dann kamen wir dann eben auch nach Suhl und dann standen die Leute alle da und dann habe ich gesagt, ja, also das war so eine Sporthalle, hinten konnte man sitzen, weil da die Ränge waren, aber unten waren keine Stühle, weil die hatten keine Stühle. Also mussten die Leute stehen. Jetzt standen die da alle vor der Bühne und habe gesagt, naja, also ich hoffe, die Show geht 3 Stunden heute Abend. Ich hoffe, sie stehen das ja durch. Aber ich sage, sie stehen das ja hier schon 40 Jahre durch. Und wenn nicht, dann müssen sie halt sitzen. Und da war totale Atempause. Also eine Ewigkeit kam es mir vor. Und jetzt habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du jetzt gesagt? Jetzt ist die Tournee zu Ende. Und dann mit Mal kam erst ein Lacher und dann brauste ein Applaus. Und alles kam mir vor, wie als wenn sich eine Schutzmauer vor sich schob. Von Menschen und Begeisterung und es hätte sich nie jemand getraut, obwohl ich ja auch wusste, die Stasi ist drin, mich jetzt jemand von der Bühne zu holen. Nein, ich wollte es ja mit etwas Elegantem probieren. Wissen Sie, so schweben, gleiten, wirbelnde Pirouetten, also mit Eiskunstlauf und haben mich gleich für die Weltmeisterschaft im Paarlauf angemeldet. Ja, zusammen mit Klaus Wowereit. Das spießige Komitee hat uns abgelehnt und hat gesagt, 2 Frauen zusammen, das passt nicht. Daraufhin habe ich den Wintersport ganz aufgegeben. Ich fahre jetzt immer noch nach St. Moritz, aber ich setze mich im Hotel nur noch in die Sauna. Ja, nicht nur wegen der Fitness, sondern weil man dann gleich weiß, von wem man sich abends an der Bahn nicht ansprechen lassen muss. Und man kann ja auch in der Sauna viel erleben, nicht? Letztens war ich mal in einer gemischten Sauna. Obwohl die Sauna ist ja schon gemischt, wenn ich allein drin bin. Und da ist... Und da ist doch tatsächlich ein älterer Mann... Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie jetzt wieder anschaue. Na, ein älterer Mann ohnmächtig geworden. Denn ich meinetwegen, jedes Mal, wenn so ein junges weibliches Wesen... Ich hasse sie immer... Jedes Mal, wenn so ein junges weibliches Wesen reinkam, dann hat dieser alte Knochen versucht, den Bauch ein bisschen mehr einzuziehen. Nach der dritten Frau ist er erstickt. Er ist ein wahnsinnig disziplinierter Mensch und geht dann nicht einfach raus und sagt, ja, heute machen wir mal was und so. Oder er probt auch sehr intensiv. Also Proben bis fast zur Bewusstlosigkeit mit den Musikern und den Technikern. Sein Leitsatz war ja immer, die Proben müssen so gut sein, dass auch wenn mal ein schlechtes Konzert ist, dass wir nie unter das beste Probenniveau fallen können. Narkose,
Da ist sie ja, die Pinzette. Dankeschön. Skalpell. Na! Was fällt Ihnen an diesem Patienten auf? Er hat kein Rückgrat. Richtig. Wahrscheinlich ein Politiker. Der vielbeschäftigte Leiter dieser Klinik hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Herr Professor, es wird immer wieder behauptet, Ärzte hätten nur eines im Sinn, möglichst schnell, möglichst viel Geld auf ihr Konto zu bringen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Das ist natürlich Unsinn, nicht? Wir sind keineswegs nur an Geld interessiert, sondern wir nehmen auch Obligationen und Aktien. Was halten Sie denn von der kostengünstigen Heilung durch Handauflegen? Handaufhalten finde ich besser. Bewundernswert. Herr Professor, was war in diesem Jahrhundert Ihrer Meinung nach die wichtigste Neuentwicklung in der Apparatemedizin? Die Kreditkarte. Ja. Und noch eine letzte Frage. Herr Professor, welchen Rat möchten Sie Ihren jüngeren Kollegen mit auf den Lebensweg geben? Finger weg von Kassenpatienten. Klaus Jürgen Wussow war Riesenfan von Mary und er war unermüdlich, unermüdlich. Aber erstmal was ganz toll für mich, auch seine Selbstironie kennenzulernen, auch dass er sich von diesem so Schwarzwaldarzt lösen wollte und von dieser Ernsthaftigkeit, einen Arzt zu spielen, ein richtiger Befreiungsschlag zu machen, indem er sich selbst auf den Arm nahm. Exitus. Exitus. Totenschein. Totenschein. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Operieren Sie eigentlich gerne? Mit Leidenschaft. Warum lernen Sie es denn nicht? Never knew how much I love you. Never know how much I care. Boys, you're born to give me fever. Be it Fahrenheit or centigrade, you give me fever. Oh, when you kiss me now, even when you hold me tight. Fever in the morning time, fever all through the night. Herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge Lilly Talkshow! Mary ist ja saufrech, muss er ja auch sein, ne? Der geht ja richtig ran. Dann haben wir überlegt, mein Gott, wenn so eine schöne, glamouröse Frau irgendwie sagt, du, ja, geht nicht. Also sind wir hingegangen und haben dann gesagt, sei doch das Kind, mach doch als Kind, als Mary Kind. Da kannst du doch frech sein. Und dann auch noch mit diesen surrealistischen großen Möbeln. Da entsteht eine neue Welt, in der man ganz anders sein darf, als in der, wenn man zu Hause am Küchentisch sitzen würde. Ich finde das ist ganz toll, dass du kommst. Du hast ja viel Ahnung vom Fußball, ne? Na, nicht so viel. Das ist nicht nee? So viel, nee? Das hat sich auch umgesprochen, wa? Mein, bei uns geht's ja immer krach wegen Fußball zu Hause. Mein Vati, nicht, der will immer Bayern München sehen. Und mein Onkel Hugo, nicht, der will immer FC Köln sehen. Und der hat recht. Und die, der Onkel Hugo? Bravo! Der kann doch meinen, was er will. Was geht euch das an genug? Da unten, ihr Hosenscheißer? Ne? Genau. Wir reden miteinander. Man spricht nicht dazwischen, wenn Kinder sich unterhalten. Ja, das geht euch gar nichts an. Also, pass mal auf. Pass mal auf, wenn ich dich jetzt was frage. Wenn die beiden jetzt spielen, ne? Also die Bayern und die Kölner, ne? Dann gewinnen die Kölner. Für wen bist du denn eigentlich? Für Köln? Ich bin für die Besseren. Ah,
für Köln? Nein, und vor kurzem haben wir 4-0 gewonnen und das sagt eigentlich Das sagst du ja nur, weil die dich bezahlen. Du bist ja eine männliche Prostituierte. Man hatte mich immer gefragt, ja, kannst du nicht mal so eine Talkshow machen und so weiter. Und dann war ich immer ein bisschen an Zweifeln, habe ich immer gesagt, ja, Mary kann das nicht, weil Mary jedem anderen Gesprächspartner überlegen ist. Und das darf in einer Talkshow nicht passieren. Wenn das ein Kind ist und eigentlich nur das wiederholt, was Erwachsene gesagt haben, dann ist es zwar ein freches Gehör und der gehört eine hinter die roten Haare, aber was macht das Kind? Es hält uns nur den Spiegel vor. Die streiten sich bei uns auch immer, was abseits ist. Du weißt das? Hä? Du schaust immer die Fußballspieler zusammen und weißt nicht mal, was ein Abseits ist? Der kommt hier hin. Ja. Und du bist der Stürmer. Du stehst. Nein, da. Das ist der doch. Das ist doch mein Kater Mikes. Du brauchst du gar nicht so zu lernen, wenn du hier mal was dazu lernen kannst. Ne? Also, den Schiedsrichter muss ich auch noch holen, die doofe Sau. Wo ist der denn? Jetzt erklär doch mal, Onkel Udo! Wenn diese doofe Sau einen Ball auf den Kater Mikkel spielt, dann ist der abseits zum Beispiel. Der muss immer zwei Leute zwischen sich haben. Der müsste zum Beispiel hier sein. Aber ich kann. Ja, das ist so toll, wie du mir das jetzt erklärt hast. So kriegt man ja von Erwachsenen immer alles erklärt als Kind. Man weiß genauso viel wie vorher. Du, sag doch mal, das Tollste am Fußball, ne? Das ist immer dieses Fußballballett, ne? Ja. Kennst du das auch? Ja. Mach mal. Ja, mach mal. Und dann küsst du sie. Wenn man als Frau schon in diesem so verarscht wird, ne, dann könnte man es ja wenigstens ein bisschen witziger gestalten. Nicht so, deutsche Frauen schwelget nur, denn Triumph krönt die Figur. Der Dehnungsausgleich von Triumph drückt das Fett bis in den Strumpf. Ne? Oder willst du Schwangerschaft verhüten, kauf Melilta Filtertüten. Ne? Anti-Babypille, fauler Zauber, Ajax hält das Becken sauber. Ich gebe zu, das ist Schwachsinn, aber mir kann dieser Schwachsinn von der Werbung auch egal sein. Ich bin ja fürs Putzen auch nicht geschaffen. Nee, da sage ich mir lieber mal einen schmutzigen Witz erzählen, als Reinigungsmittel in die Spray kippen. Und allerdings kann ich Ihnen auch sagen, meine Damen, auch in meinem Alter ist das nicht mehr so einfach, noch Corsagen oder Kleider zu finden, die so eng und stabil sind, dass das Fleisch nicht seine eigenen Wege geht. Nee, aber die anderen Frauen, ne, denken Sie nur an die nicht mehr ganz taufrischen Society-Damen auf Marbella, ne, die immer noch bauchfrei rumlaufen wollen wie die Teenies. Ne? Oben Chanel, unten Chanel und dazwischen Pirelli. Warum hat man mich gebeten, heute Abend aufzutreten? Punkt um 8 jede Nacht. Was hat man sich dabei gedacht? Was konnte sie dazu verführen, mich hierher zu engagieren? Man hat viel um Rat gefragt und jeder hat nur eins gesagt. Nehmt ne Alte, nehmt ne Alte, so ne Alte durchgeknallte, sonst hat das Theater leer, da muss ne Fummeltante her. Nehmt die Alte, lass sie ruhig noch einmal ran. Es muss keine echte Frau sein, dafür steht sie ihren Mann. Shows, wo Mary schon in Anführungsstrichen gealtert ist, die habe ich ja auch mit einer Gruppe meiner Kundinnen, die ja nun auch, sage ich mal, schon über 17,5 waren, besucht. Und die fanden es grandios, weil die haben sich darin wiedergesehen. Die haben diesen Glamour-Star gesehen und
einfach dieses Selbstverständnis, den Arsch und die Titten so auf die Bühne zu tragen, wie der das macht. Ja, und zu sagen, hey, hier bin ich. What's going on? Ja, und das kann der aus dem Grab noch raus. Wenn er es will, das ist die Frage. Ob er es will, ist die Frage. Ich sag jetzt immer scherzhaft immer, das wird der nächste Börsenkrach, wird das entscheiden. Ob du nochmal musst oder nicht? Ja, ja, das ist ja immer das Problem, nicht? Sache Leander hat ja immer gesagt, das ist meine Abschiedstournee und hat eigentlich nur noch von Abschiedstourneen. Und ich wollte eigentlich nie Abschied nehmen. Es war immer mein Ziel, war eigentlich immer zu sagen, ich bin nicht gefragt worden, ob ich kommen will. Ich bin gekommen und ich werde selber entscheiden, wann ich gehe. Auf der anderen Seite finde ich es sehr wichtig zu zeigen, dass Alter nicht etwas Trauriges ist, sondern etwas sehr Humorvolles. Und ich denke, dass es auch eine Verneigung vor dem Publikum ist, wenn man im Alter eine gewisse Reife zeigt. Denn was wäre ein Mensch, der keiner ist, der nicht als Mensch er selber ist, der niemals weint, der niemals lacht, der niemals lügt, nie Fehler macht, der nie gesteht, es ist zu spät. So war mein Leben. Dieses tägliche Guten Morgen sagen mit freundlichem Gesicht ist schon eine Maske, oftmals, nicht immer, aber oftmals. Ich glaube, dieses Bedürfnis der Menschen, einmal sich ohne Maske zu zeigen, das feiern sie in dieser Show. Ich glaube, das ist dieser große Moment. Dass du das sagen kannst, so lebt dein Leben. Thank you.